Hallo zusammen, Leute. Ganz kurze Info. Ich will gar nicht viel quatschen. Das eigentliche Video startet gleich. Ich wollte mich nur auch im Namen von Thomas, der gerade in Frankreich unterwegs ist, bei euch allen persönlich nochmal bedanken für 500 Abonnenten. Ihr habt es am Titel gesehen. Das ist auch der Grund für dieses Video. Wir haben uns gedacht, wir schneiden mal die besten Szenen aus unseren bisherigen Videos in ein Video zusammen. Einfach irgendwie hintereinander geschnitten. Ist jetzt keine große Story dabei. Und packen auch nochmal Szenen mit rein, die sonst nicht in den Videos erschienen sind, also Outtakes. Rausgekommen ist ein, wie ich finde, sehr witziges, amüsantes Video. Und genau, danke nochmal an euch Leute und jetzt viel Spaß beim Video. Der ist drauf. Scusi. Ein Mann, eine Mission. Mr. YouTube ist unterwegs. Expelliarmus. Expelliarmus! Was ist nervig? Ist egal, Prost. Keine Ahnung, Prost. Das sind hier jeder. Was machst du da? Abhängen. Sieht richtig professionell aus, wie du das machst. Total klasse. Halt die Schnauze, ich hab auch wieder auf nichts los. kurz vorm Ziel, Malte. Ja, kurz vorm Ziel. Weißt du? Ja, Brauhaus. Meine Fresse. Dein Vater hat mir bei Facebook geschrieben. Hat er geschrieben? Nur Hallo. Scheiße, bricht eh wieder irgendwann kaputt. Das Ding von meinem Stativ in der Hand ist gerade kaputt gegangen. Was soll ich denn sagen? Den Spruch. Den Spruch. So viele Tage wie das Jahr, so der Fuchs am Schwanz hat Haar. Weißt du, was ich an der Nase hab? Tropfen. Aber so einen trockenen Tropfen. Heute Nacht hatte Wie ich geht den. Das denn? Heute Nacht war ich in Ekstase, ey. Da hast du Glück gehabt. Alter, das ist eine Tonaufnahme, die wieder da drauf ist auf dem Video. Ach, jo! Geht keiner dran. Ist egal. Hauptsache, wir sind gleich da. Bauen die Zelte auf und schrauben uns einen rein. So, wir befinden uns hier gerade in der Herrendusche. Malti ist da, Thomas auch, wir haben schon ein paar Bierchen gebechert. Haben wir denn 10 vor 8 oder so, ne? Oh ja, geht ja gar nicht so spät heute. Gestern mal ein paar Bierchen gezischt. Was lachst du? Du hast gelacht. Prösterchen. Was ist hier los? Was soll das? So, hallo nochmal von unterwegs. Hi. Lustige Szene, deshalb wollten wir die euch zeigen. Los, runter da. Ja, geil, ey. Der Bums hat zu. Mein Gott, ey. Mach doch die Wiese. Na, na, na. Ach, da ist er wieder. Guck mal hier. Mein Gott. Ich sehe aus wie ein Ei. Guck mal. Du bist ja auch ein Ei. Gebelltes Ei. Ne. Hoppala. Schreib mal, Mutter. Freundin von deinem Bruder hat Geburtstag, so. Hab keine Nummer. Na, halt nicht. Bin ich gar nicht. Einmal gesehen. Checken, was das für Schlangen sind. Das ist wahrscheinlich keine Schlange, sondern eine Blindschleiche. Weil die schwarze war auf jeden Fall eine Schlange im Wasser. Vielleicht war die auch gar nicht so ungefährlich.
Ich könnte auch schon wieder, ne? Brauchst die Schuhe, bist du behindert, ja, ey. Da steht schon die Tasse, oder immer noch. Da müsste jetzt nur ein Grog rein. Ist das nicht herrlich? Schönes Plätzchen. Hier könnte ich mich jetzt hinstellen, aber das sind die Pundis da. Mach. Der genießt einfach nur die Aussicht da oben. Keiner weiß, was da. Hältst du eine Rede jetzt? Ich? Ja. Klar, von der Kanzel hier oben. Genau. Ach, das ist geil, ey. Ah, fein. Wir tun hier nichts. Keine hektischen Bewegungen, dann. Boah. Ah, guck mal, die Drecksau, ey. Undankbares Mistvieh. Komm! Komm! Komm runter! Hier sehen Sie Thomas W. aus Aachen, wie er ein Bad nimmt in sehr kaltem Wasser. Ich würde ja lachen, wenn du da jetzt reinfällst. Mein Gott. Oh, ist das kalt. Oh Gott. Oh. Oh, ist das kalt. Ja, ehrlich? 4, 5 Grad oder was? Höchstens. Oder 2 Zentimeter. 1 Zentimeter. Sonst noch was? Nee, für was hat du? Oh. Alter. Kannst du atmen? Gott. Oh. Oh, mein Gott. Bah, das Salzwasser. Wo oh. Machen wir mal die Funzel an, ist das dunkel hier, ey. Komm, fahr mit der Karre weg hier, ey. Das darfst du auch keinem zeigen. Das ist ein Video. Ja, weiß ich. Ach so. Sehe ich. Die zwei von der Tankstelle. Eieiei. Jetzt haben wir 20 vor 4 hier. Ja. Haben wir schön Zeit noch. Kein Bier vor 4, aber ein Wein. Das muss sein. So kann man es sehen. Ja, Zelt muss eh trocknen und gleich gehen wir dann erstmal schön los Richtung, okay. Richtung Strand, Richtung Meer. Und da setzen wir uns dann in irgendeine Binte. Und dann. Ab dann Trier! Boah! Wir knallen! Okay. Aber wir muckeln uns jetzt schön ein und trinken erstmal heißen Grog. Sehr schön, machst du das? Bier ist es nicht. Wir haben nochmal geguckt, da gibt es wieder nur die Leitscheiße. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. 2,8%, ey, da schleppe ich doch keine Dosen mit. Da schleppe ich die doch nicht. Nee, jetzt mal ehrlich. Dafür nee, ich würde das auch nicht trinken. Nee. Wir gehen jetzt gleich uns den Bauch vollschlagen. Und ein bisschen. Und ein bisschen. Und auch gemütlich eintrinken, meint man natürlich. Und ist egal, Prost. Keine Ahnung, Prost. Das sind hier jeder. So, wir sind natürlich nicht unvorbereitet hier auf den Sörmland-Szenen. Der ist natürlich wichtig. Achso, den haben wir auch noch vergessen hier zum Trinken. Den haben wir noch nicht angerührt übrigens. Nee. Da ist nur für Notfall, wenn es mal kalt ist, rum drin. Übersee rum. So. Oh yeah. Oh yeah. Jetzt geht's los. Diding. Ja, liebe Freunde. Wir haben das Etappenziel erreicht in... Wo sind wir? Zamboyera Doma. Genau, nach 38 Kilometern. Jo. Klingt anstrengend. War es aber gar nicht so. Doch. Schon. Also es war schon anstrengend, aber so im Endeffekt, wir haben uns schlimmer vorgestellt, sagen wir so. Ja, wir sind angekommen im Etappenziel in Zamboyera Doma. So sieht's aus. Und ja, nach 38 Kilometern, wir merken unsere Beine ganz gut.
Aber es war letztendlich weniger anstrengend als geplant, wenn man so die letzte Etappe anschaut. Es war wieder wunderschön zu laufen. War echt schön, ja. War richtig schön. Wir sind morgens um 6 losgelaufen im Dunkeln. Genau. So die ersten 1,5 Stunden im Dunkeln und danach wurde es heller, aber es hat halt schon bis 8 Uhr geregnet. Wir sind um 6 losgelaufen, also 2 Stunden sind wir im Regen gelaufen. Wir waren jetzt gerade noch schön da in der Kneipe. Merkt man wahrscheinlich. Haben Fußball geguckt. Nee, war top, wunderbar. Und jetzt sortieren wir uns. Und ja, also wie gesagt, zurück zur Etappe, da wollten wir eigentlich hin, zu erzählen. Die Wege wunderschön, Single Trail. Ey, yo. Du ein Typ, ey. Was ist mit dir? Okay, du musst jetzt schon wieder das Datum eingeben. Mein Gott. Hassan? Hey, I'm Yannick Geller and this is Jackass. Pfeift doch mal, vielleicht kommt der nochmal. Oder frag den nochmal ganz lieb. Ey Vogel, komm her. Bitte. Fuck my life, Alter. Hockt er da in seinem Stuhl und wartet auf den Vogel. Oh, jetzt. Du stehst ja mitten in der Straße von den Viechern. Mögen die gar nicht. Was wollen die machen? Mich auffressen? Ja. In ihrem Leben auseinander. Knallen durch da. Ach, Diskussion hinter den behind the scenes. Schatz. Wir müssen das Zelt erst fotowirksam so aufstellen, dass man von links von der Kante ein Bild machen kann mit dem Teil drauf. Mhm. Boah, schon heftig. Jetzt machen wir erstmal einzelne Bilder von da vorne. Und go. Servus Freunde, Yannick von Tracking Life hier. Schon richtig eingebeiert. Nee, nochmal neu. Nee, das müssen wir nochmal machen. Ich war zu langsam. Ich muss direkt hinter dir kommen. Watzmannhaus und so nicht in die Richtung. So. Watzmannhaus und go. Kommt ein Auto, leck mich am Arsch. Ey. So, Jauer, wenn du jetzt an deinem scheiß Schreibtisch sitzt und das siehst und gerade beim Schnitt bist, überleg mal, vielleicht nimmst du das als Intro-Szene. Tschüss. Okay.
Ja, noch volle Montur an. Aber. Du hast ja auch einen Arsch offen, Alter. Ja, ich habe einen Arsch offen. Aber es geht ja auch jetzt hier wieder permanent bergauf und. Ja. Da muss man das mal machen. Guckt euch diese zwei Idioten mal bitte an. Guck mal bitte. Der Weg in die Schlacht. Der Boden ist matschig. Überall noch Lanzen und Speere zu sehen. Doch der eiserne Krieger Thomas ist nicht zu bremsen. Sein Kampfgeist ist immer noch da. Und jetzt sind wir live dabei, wie er seine Beute jagt. Die Luft hier oben kommt mir nicht gut. Ach, ey, was ist das denn wieder für ein Weather hier, Mensch? Naja, normalerweise hätte man hier einen richtig schönen Ausblick auf den Dalsnüten. Aber hey, heute mal nicht. So. Hallo zusammen. Okay, warte, jetzt. Tracking Life Business hier? Ja, auf jeden Fall. Ach, nee. Ich mach's mit. Typisch Deutscher. Ja Leute, der Kamerad da vorne, der hat ein Tempo drauf, das ist gar nicht mehr Wandern, das ist schon Trailrunning hier. Man nennt ihn nicht umsonst auch die Wade. Wir machen hier ein bisschen Trailrunning durch die Wälder Schwedens, ab geht's. Ja, da stehst du. Ja, aber ich kann hier auch jeden schön. Warte. Ja, wir haben auf jeden Fall Bock jetzt. Tschö. In dem Sinne. Tschüss. Und dann sehen wir uns morgen früh in alter Frische. Bis dann.